Arbeitsbeginn für Daniel Hurst und seine Schlittenhunde. Seit Jahren schon bietet er Stadtrundfahrten durch Berlin mit Huskies an. Zu seinem Arbeitsplatz am Potsdamer Platz kommt Daniel Hurst per S-Bahn unter den ungläubigen Blicken der anderen Fahrgäste. 30 Minuten später, Treffpunkt mit den ersten Kunden für heute. Es ist ein wahnsinniges Gefühl, einfach von so schönen Tieren getragen zu werden. Und sowas erlebt man eben auch nur in Berlin. Ja, und eben, weil man sowas nur aus dem Fernsehen kennt sonst eigentlich und sowas eigentlich selbst nicht die Chance dazu hat, sowas mal zu machen. Nach einer kurzen Einweisung geht es los. Mit einem Dutzend verschiedener Befehle steuert Daniel Hurst seine 6 Huskies geschickt durch den Verkehr. Hopp. Achtung, Entschuldigung! Nach einem kurzen Zwischenstopp geht es vorbei am Brandenburger Tor in den Tiergarten. Hopp. Seit 3 Jahren bietet Daniel Hurst die Schlittenhunde-Stadtrundfahrt an. Die Idee dazu ist eher aus der Not geboren. Ja, ich bin vor 3 Jahren arbeitslos geworden, wollte meine Hunde nicht aufgeben und habe dann beschlossen, ja, da ich ja sowieso Touren fahre und überall durch die Dörfer durchgefahren bin, ja, halt das Rundfahrten anzubieten. Die Fahrt durch die Großstadt meistern Daniel Hurst und seine Siberian Huskies inzwischen routiniert. Doch immer wieder kommt es auch zu Zwischenfällen. Schlittenhunde sind natürlich sehr laufbegierig und sind Jagdhunde. Das heißt, wenn man hier durch den Tiergarten fährt, laufen hier überall Kaninchen rum. Ist natürlich ein Abenteuer für sich, weil die Hunde natürlich den Kaninchen hinterher wollen. Was auch ein großes Problem ist, freilaufende Hunde im Tiergarten. Hopp! Und da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, dass die Hunde nicht zu nah ins Gespann kommen. Ne? Inzwischen hat das Gespann die Siegessäule erreicht. Nun geht es zurück zum Potsdamer Platz, und zwar auf der Straße. Dass Daniel Hurst trotz Schnee keinen Schlitten einsetzt, hat seine Gründe. An Schlitten kann ich nicht so gut abbremsen wie den Wagen. Der Wagen hat hier 5 Bremssysteme. Der Wagen ist gelenkig und ein Schlitten hat keinen Lenker und hat nur eine Krallenbremse. Die Hunde haben um die 500 bis 700 Kilo Zugkraft. Und die muss man dann schon unter Kontrolle kriegen. Nach einer Stunde endet die Tour. Für Daniel Hurst und seine 6 Huskies steht noch eine Fahrt auf dem Plan. Dann geht es zurück nach Hause, natürlich wieder mit der S-Bahn.